Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Und es geht um Wunden im Kapitel Hauthaare und es werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und ich bin angekommen bei pflanzlichen Wundpflegemitteln. Die sind grün geeignet zur Wundpflege und das ist Hamamelis bzw. die Kamille. Ich lese vor. Pflanzliche Wundpflegemittel. Extrakte aus der Zaubernuss in Klammern Hamamelis Klammer zu oder aus Kamille sollen aufgrund von entzündungshemmenden Wirkbestandteilen die Wundheilung fördern. Die Bewertung grün geeignet zur Wundpflege. Hamamelis Kamille. Der erläuternde Text. Die Mittel können zur Pflege wunder Haut und oberflächlicher Schürfwunden eingesetzt werden. Wichtig zu wissen. Wenn Sie auf Korbblütlergewächse allergisch reagieren, dürfen Sie kamillehaltige Medikamente nicht anwenden. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Das Ganze endet mit einer Wirkstoffgruppe, nämlich Zwiebelextrakt, Heparin und Allantoin und die ist rot bewertet. Wenig geeignet zur Behandlung von Narben, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Nicht sinnvolle Kombination. Danach endet das Kapitel Hauthaare mit einem gelben Kasten. Wann sind Desinfektionsmittel wichtig? Wann sind Desinfektionsmittel wirklich nötig? So, ich muss ein bisschen mich konzentrieren, habe ich den Eindruck.